Guten Morgen und herzlich willkommen zum Morning Briefing von der Aktionär am heutigen Dienstag. Ja, ein kleiner Rückblick auf den Dow Jones, auf die US-Märkte von gestern. Wenn man sieht, gestern gab es ein leichtes Minus erneut in den USA. Als Verantwortlichen dafür hat man den Ölpreis ausgemacht. Der ist erstmals wieder auf 40 Dollar gefallen. Grund dafür sind die gestiegene Zahl an Bohrlöchern und auch Saudi Aramco hat zuletzt die Preise gesenkt für Rohöl. Das hat natürlich gerade ölorientierte Werte unter Druck gebracht im Dow Jones. Dieses Bild wird sich wahrscheinlich heute auch im DAX ein bisschen fortsetzen. Wir werden hier wahrscheinlich auf relativ hohem Niveau konsolidieren. Insgesamt sind wir nach wie vor auf dem Weg Richtung 10.500 Punkte nach dem Kaufsignal insgesamt. Was die Einzelwerte betrifft, wie schon gesagt, haben vor allem die Ölwerte gestern in den USA stark verloren, wie man hier sieht. ExxonMobil als einer der großen Ölwerte im Dow Jones, den Aufwärtstrend, den kurzfristigen, nach unten durchbrochen. Jetzt steht ein Test der Signallinie hier an. Vom Trading Setup würde ich hier sagen, dass man auf dem Niveau erste Positionen aufbauen kann. Die Aktie hat klassischerweise eine relativ solide Dividende. Das Ganze gilt auch für Chevron insgesamt. Die Aktie auch hier steht ein Test der 200-Tage-Linie an. Auch hier wurde der kurzfristige Aufwärtstrend nach unten durchbrochen auf der horizontalen Ebene. Ist noch um 89 Euro ein horizontaler Widerstand und eine horizontale Unterstützung, die möglicherweise als Auffangmarke gilt. Auch hier können spekulative orientierte Anleger im Bereich der 200-Tage-Linie eine erste Trading-Position auf der Long-Seite aufbauen. Eine der größeren News gestern war die endgültige Übernahme von SolarCity durch Tesla. Man hier sieht, insgesamt stellt man sich dann so auf, die Energieerzeugung, die stationäre Speicherung und der Verbrauch über die Tesla-Fahrzeuge macht sehr viel Sinn, rein operativ. In der Kritik stand allerdings die Tatsache, dass Elon Musk als Großaktionär von Tesla auch einen relativ großen Anteil an SolarCity hält, wie man hier sieht, bei beiden deutlich über 20%. Das hat den Aktionären insgesamt nicht gefallen, also beide Aktien gestern unter Druck. SolarCity stärker als Tesla. Nichtsdestotrotz, die Tesla-Aktie für mich bleibt ein Verkauf. Wir sind, wie ich gestern schon sagte, am kurzfristigen Abwärtstrend hier angekommen. Die Aktie dürfte meiner Einschätzung nach hier wieder nach unten abdrehen. Für mich daher bleibt die Aktie ein Verkauf. Bei den positiven Nachrichten war Verizon mit dabei. Man hat eine weitere Übernahme getätigt, man übernimmt mit Fleetmatics einen Anbieter von Flottenmanagement. Trotzdem die Aktie leicht im Minus, auch hier deutet sich an, dass man hier auf den langfristigen Trend zurückfällt, was insgesamt durchaus gesund ist. Ich denke auch hier ist eine Trading-Position im Bereich von 45, 46 Euro anzuraten. Die Aktie insgesamt noch im Aufwärtstrend, also hier denke ich mal, wird der Aufwärtstrend eine Fortsetzung finden. Eine der tollen Nachrichten gestern in den USA, Biogen Idec war der Gewinner im Nasdaq 100 gestern. Grund ist eine positive Phase 3-Studie. Wir haben auch ein Kaufsignal generiert durch den Sprung über die Marke von 250 Euro. Die Aktie dürfte auch noch weiter zulegen, also hier gibt es nach oben noch einige Widerstände, allerdings ist momentan ohnehin etwas mehr PS im Biotech-Markt insgesamt. Der Biotech-Sektor gestern, wie schon in den Vortagen, sehr stark gewesen. Das dürfte man auch gerade bei europäischen Herstellern oder europäischen Vertretern wie BB Biotech als Beteiligungsfirma Morphosis in Deutschland auch heute auf dem deutschen Markt sehen. Die Aktie spekulativ kaufenswert nach wie vor. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen guten Handelsstart. Und bis morgen an dieser Stelle.